Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mirror's Edge. Ja, das Spiel macht mir immer noch genauso viel Spaß wie vorher. Und wir haben jetzt das letzte Mal den Gridnode gehackt. Und jetzt geht's weiter mit der Storyline. Denn da sind wir jetzt schon hier relativ nah dran. Dementsprechend. Oh je, der war gut. Optimal. Hätte man nicht besser machen können. So, hopp. Also hier rüber. Aber das kann auch noch schneller gehen, so halb hohe Kanten hochspringen. Vielleicht gibt es da auch noch eine Möglichkeit, später das mal abzugraden. Zuflucht! Krugers Eck hat das Versteck angegriffen, falls ihr euch erinnert. Das war vorletzte Folge. Die anderen Runner, unter ihnen auch Noah, sind entweder tot oder werden vermisst. Du musst einen Ort finden, um dich zu verstecken, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Ich bin jetzt beim Kran, Icarus. Gut, ich bin oben mit der Führerkabine. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bandenchef bei Krugers Heckrazia. Bandenchef getötet? Siehst du das auch, Icarus? Ja, ich sehe es. Wir haben ihn getötet. Diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Noah. Verdammt. Wir müssen untertauchen, Faith. Ich habe mit Rebecca Thane gesprochen. Sie gewährt uns Unterschlupf. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Wo sollen wir denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir. Na schön. Wir gehen zu ihr. Ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Beam nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. Wo er recht hat. Hopp. Oh Mann, ey. Noah ist tot. Krass. Das ist ziemlich krass. Was ist da? Na egal. Das ist nicht so wichtig. Oh. Au. Schlecht aufgekommen. So, schön abgerollt. So, die haben sich aber auch gut versteckt. Oha. Ah, okay. Das hier ist aber schon ziemlich Unterstadt-Flair, ne? Sieht gar nicht mehr so geil aus wie oben. Das erinnert mich so ein bisschen wie an den Unterschied zwischen in Portal 2. Die neuen Gebiete und dann, wenn man später in die alte Anlage kommt. Ein bisschen ist das hier auch so, glaube ich.
Schön abrollen. Wichtig. So. Da kann ich doch nie im Leben dran jumpen. Kann ich? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Oh, festhalten. Ach, kein Scheiß, Mädchen. So, hier hoch. Die haben sich aber auch echt in den tiefsten Katakomben versteckt, ne? Hammer. Hopp. Hopp. Schnelles Leiterklettern. Boah, das ist echt einer der besten Skills überhaupt. Hier runter. Und Nummer 2. Geh rein. Rebecca wartet. Nummer 2 erst. Scheiße. Faith! Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. Solange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersack Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erika! Erschieß ihn. Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama... Krass, diese Grafik. Komm so schnell wie möglich her. So. Ausrüstung, was haben wir da? Störung. Betäubt, Krugersack einheiraten. Einheiraten, genau. Krugersack-Einheiten für kurze Zeit durch Störung ihrer Kommunikationssysteme. Zerstört Überwachungskameras. Wird durch Bewegung kinetisch aufgeladen.
Okay. Klingt spannend. Eine vorübergehende System- und Verteidigungsabschaltung macht sie anfällig für schwere Übergangsangriffe. Okay. Damit kann man Drohnen und Geschütze stören. Das ist auch cool. Aber ich nehme nochmal hier den Heilungskram. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Ja, das, da kann ich nicht nein sagen. So. Was haben wir denn hier schönes? Serverfarm? Du bist Krugersek entkommen, indem du tief in den alten Omnistat-Tunneln unter den Projekten Zuflucht bei Black November gesucht hast. Ihre Anführerin Rebecca Thane behauptet, sie habe deine Eltern gekannt, aber dein Bauchgefühl sagt ihr, dass sie nie wirklich enge Freunde waren. Okay. Was gibt's? Ich wollte jetzt zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugersek? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugersek-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's? Können wir alle ein wenig durchatmen. Finde die Beobachtungsdrohnenkiste. Okay. Das klingt ja erstmal nicht so schwierig. Oh. Verkehrt. Diese Tunnel sind seit über einem Jahrzehnt unser Territorium. Und Krugersek war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. Das hier war alles Teil einer Omnistat-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Ganz anders als alles, was das Konglomerat so schafft. Ich habe gerade erfahren, dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht werden. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Ja, dann. So, und hopp. Ist das nur der eine? Keine Vorkommnisse, kann schon. Bam. Weg, dieser. Ich habe die erste Beobachtungsdrohne gefunden. Und auch einen Weg, sie loszuwerden. Gut, bleiben noch zwei. Hey, Krugersek weiß, dass du da bist. Du musst bei der zweiten Beobachtungsdrohne also mit mehr Widerstand rechnen. So. Ja, ich dachte es mir schon. Bam. So. Über uns ist jemand. Das ist... Bam. So. Feierabend. Boom. Erledigt. Voll in den Fuß gelaufen. Was kommt vor, Kollege? Ist immer aufpassen, wenn man um Ecken geht. Die zweite Drohne jetzt in einen Schacht. Das ist Musik in meinen Ohren, Faith. Nur noch eine Drohne und du hast es geschafft. Weiter so. Ja, dann. Black November ist in den letzten Jahren enorm gewachsen.
der Unterkaste. Nicht mehr lange und sie ist bereit, sich zu erheben. Die Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenztes Wachstum, unbegrenzter Konsum. Das ist Wahnsinn und wird uns letzten Endes alle vernichten, wenn wir die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Die Mittelkaste ist selbstzufrieden und träge geworden. Aber wir werden sie wachrütteln, Faith. Die Menschen müssen am eigenen Leib erfahren, was Angst und Verlust bedeuten, damit sie erkennen, was wirklich wichtig ist. Doch bis es soweit ist, sind auch sie unsere Feinde. Die ist aber ein bisschen sehr extrem drauf, ne? An manchen Tagen frage ich mich, ob Omnistad wirklich so schlimm ist, wie alle denken. Darum. Kruger 6 schickt Verstärkung, Faith. Sei vorsichtig. Mit denen komme ich schon klar. Oh oh. Bums. Oh oh. Bam. Den nehme ich mal mit. Den kann ich nämlich brauchen. Bam. 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 Boah, voll die Beine weggezogen. Nein, 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 nein. Okay, auch okay. Und tschüss, Drohne. Die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. Ja, dann nehmen wir doch den schnellsten Weg nach draußen. Schnellster Weg nach draußen klingt aber gut. Ich habe die Türen gefunden. Ich verschwinde jetzt von hier. Danke, Faith. Ich wette, jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie sich wieder hier runterwagen. Mach dich auf den Rückweg. Wir bereiten eine neue Mission vor, an der du vermutlich teilhaben möchtest. Vive la Resistance. Oha. Oh, 58% Story schon. Interessant. Weiß auch nicht, dass ich immer da unten drunter bin. Oh, okay. Wupp. Hopp. Ich will ja hier so ein paar Grid Leaks aufsammeln. Oh, ey. Was? Das war aber unangenehm. So, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den auch. Was haben wir hier noch so Schönes? Ah, jetzt geht's wieder zurück zum Versteck. Ja, bin ich. Bam. In diesem Gebiet und in diesem Gebiet. Und was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie aufscheuchen. Faith, gut, dass du da bist.
Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie's. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Na gut. Wie ist der Plan? Kruger-Sec wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Ja, liebe Leute. Ich habe dir von Tristan ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Es liegt auf dem Tisch. Du wirst es brauchen. Das war's leider wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne mal beim nächsten Mal wieder rein. Das würde mich freuen. Und für heute sage ich Tschüss. Bis dann.